Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge mit Evil Dynasty hier im Tal mit unserem Rasi. Hallo. Ihr werdet euch sicher wundern, dass ich jetzt zum Montag eine Folge aus dem Tal bringe. Aber ich möchte es euch erklären, warum. Ich habe nämlich vor, jetzt das Tal wieder ein bisschen mehr zu spielen. All dieweil ich ja gerne mal möchte, dass wir die Dynastie weiterführen. Unser Sohn ist ja inzwischen, müssen wir mal schnell gucken, der ist ja inzwischen 8 Jahre alt, ne? Und wir befinden uns, wo finde ich das jetzt? Ich gucke mal auf die Karte. Im Jahr 10, ne? Und ich möchte eigentlich gerne die Dynastie weiterführen. Und damit wir das schneller vorwärts kriegen, habe ich mir gedacht, dass wir hier weitermachen. Und da würde ich den Oxbow dann aufs Wochenende verschieben. Also der geht auch weiter. Aber da sind wir ja noch lange nicht so weit wie hier. Und ja, da würde ich das auf das Wochenende vertagen und würde dafür verstärkt jetzt das Tal spielen wollen. Ne? Und da wir ja in der letzten Folge hier die nächtliche Jagd irgendwie vertan haben, weil ich dachte, ich kann es auch am Tag machen, machen wir das mal jetzt ganz schnell. Was heißt ganz schnell, ne? Aber ja, ich würde mal sagen, hier müssten ja noch die Wildschweine irgendwie sein. Und wenn, dann treiben wir die auf. Wölfe auf jeden Fall auch, ne? Das wäre jetzt bestimmt auch kein Thema, dass wir die irgendwo finden. Habe ich vielleicht einen Nachtsichtstrank? Das würde das Ganze noch ein bisschen. Nee, hab ich natürlich nicht. Na gut. Auch nicht schlimm. Würde das natürlich ein bisschen vereinfachen, ne? Aber da hinten sehen wir ja schon die ersten Schweine. Und die machen wir jetzt platt. Das war eine Quest, die wir vom Norbert gekriegt haben. Wir haben sogar 3 Schweine. Das ist auch nicht schlecht. Ja, du brauchst mich gar nicht anfahren. Du kriegst deinen Pfeil in den Kopf. So. Gut, wir haben die ersten 3 Schweine erwischt. Oh wei, bin ich wieder brutal, ne? Kriegst einen Pfeil in den Kopf. Oh wei, oh wei. Was sage ich hier wieder bloß? Nein, wie böse bin ich. Aber ja, ich soll sie ja jagen, nützt ja nicht. Und wie soll ich anders machen als so, ne? Und ein Kopfschuss geht schneller. Da müssen die Tiere nicht so leiden, denke ich, hoffe ich. Weiß ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. So, was ist denn da hinten? Da leuchtet doch noch irgendwas Rotes, oder ist das Orange? Gut. Aber es gibt ja hier in dem Wald auf jeden Fall auch Wölfe, gehe ich mal von aus. Ne? Da könnten wir das eigentlich. Das ist ein Fuchs oder ein Luchs oder irgendwie sowas. So, gehen wir mal gucken. Ne? Ich gehe von aus, dass wir hier auch Wölfe antreffen werden. Meistens war dem so. Nee, ja, irritiert mich. Geht mal mir bitte weg. Ich brauche die Wölfe. Da haben wir sie doch schon. Seht das? Da haben wir sie doch schon und die haben uns auch schon gesehen. Das ist toll. Und ich treffe wieder mal nicht. Herrlich. Ich bin begeistert. Na! Also die Axt. So, das sind 2. Noch 3. Oh weia. Mann, Mann, Mann. Ah, ich wusste, dass wir hier antreffen. Das war klar. So, jetzt brauchen wir ja bloß noch 3, ne? Bloß ist gut. Waren das nicht hier auch 3? Ja, da hinten ist doch noch einer. Mein Pfeil habe ich wieder verschossen. Den habe ich. Sehr gut. Pfeile einstecken, Rasi. Danke. So, naja, 2 Tiere noch und dann hätten wir das geschafft. Das ist doch nicht schlecht. So,
Gibt es hier noch mehr Wölfe oder muss ich woanders gucken? Aber ich wüsste, wo ich noch gucken könnte. Ich muss mich bloß mal hier wieder aus dem Wald finden. Ja, ja, Füchslein, dir tue ich nicht. Dich will ich nie jagen. Ja, ich finde mich hier raus. Okay, dann gucken wir gleich hier bei den jetzt ja noch in den Wald rein. Da gibt es meistens noch Wildschweine. Ne? Wenn ich hier rüber gehe, ne? Ach Mensch, du erschreckst mich, Kutscher. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ich renne hier durch die Gegend wie so ein Friseur. So. Ja, ne, ihr könnt mir gerne mal sagen, ihr Lieben, ob ihr das jetzt auch so gut empfindet, wenn ich jetzt hier erstmal weiterspiele, damit wir mal wirklich was von der Dynastie auch mitkriegen, damit wir mal wissen, wie das weitergeht. Ich habe, weil ich ja auch immer wieder neu anfange, das ist ja auch mein Fehler, ne? Noch nie das Spiel bis zum Schluss gespielt, oder sagen wir mal so, dass wir die Dynastie gespielt hätten, ne? So, es wäre schön, wenn ich mal ein Schwein finden würde. Und deswegen habe ich gedacht, forciere ich das Spiel jetzt hier ein bisschen. So, da haben wir 7 und 1 brauchen wir noch. Habt ihr noch gesehen, dass hier noch irgendwo 1 war, oder? Bin ich jetzt doof? Ne? Also lasst mich doch mal bitte gerne wissen, ob euch das so recht ist, wenn ich das so mache. Das würde mich freuen. Auf jeden Fall will ich das erstmal so machen. Ne? Unser Sohn ist wie gesagt 8 und mich würde es auch interessieren, wenn er dann mal als Lehrling hier in irgendeiner Profession arbeiten könnte. Und ja, all das habe ich ja überhaupt noch gar nicht gespielt und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich jetzt in der Woche Montag, Mittwoch, Freitag im Medieval Dynasty im Tal spiele und auf Sonntag dann den Oxbow lege. Also den will ich ja auch noch weiterspielen, aber... Ne? Also lasst mich gerne wissen. So, wir haben jetzt die Jagd abgeschlossen. Da würde ich sagen, wir könnten erstmal zurück nach Hause. Oder wir können gleich, was habe ich schon, ach ne, Rasi nagt ja nie am Hungertuch. Wir könnten eigentlich gleich nach Baranica fahren. Ja, fahr uns doch bitte mal nach Baranica. Ich danke dir. Mach mal eine Nachtfahrt, ist auch nicht schlimm, ne? So, und da müssten wir ja den Norbert jetzt gleich finden. Da könnten wir ihm das gleich sagen, dass wir die Wölfe und überhaupt und so die Tiere erlegt haben. So, wo ist er denn? Norbert? Hier, Norbert. Ich bin die Tiere losgeworden, das habe ich bemerkt. Dank dir haben alle gut geschlafen. Hier, für deine Mühe und noch ein Extra von mir. Vielen Dank. So, da haben wir das abgeschlossen und ich dürfte jetzt keine Quest mehr offen haben. Ne? Jagdlevel haben wir auf jeden Fall noch 2. Die Frage wäre, was ist das? Wir sind auf Level 8. Wir machen mal das, weil ich ein bisschen dekorieren will auch noch, ne? Und da brauche ich natürlich ein paar mehr Fallen und so. Also ich will das alles noch ein bisschen hübsch machen, unser Dorf. So, und jetzt gehen wir erstmal zurück nach Hause. Wir haben es geschafft. Ja. Gut. Da gehen wir erstmal zu unserer Frau, nicht, dass sie sich wundert, wo wir wieder herkommen, ne? Wo wir uns wieder rumgetrieben haben. Gehen wir hier gleich querbeet, da sind wir auch wieder sauber. Langsam müsste man auch ein bisschen Licht sehen von unserem Dorf.
Oder habe ich das noch gar nicht richtig beleuchtet? Das wäre natürlich auch noch mal eine Variante, was wir machen könnten, ne? Ne, irgendwie leuchtet hier nicht, ne? Warum sind denn die Lampen ausgegangen? Ah, jetzt sieht man es. Muss man näher rangehen. So ist es. Aha. Von weit weg sieht man es halt eben nicht. Naja. Ja. So, naja, da würde ich sagen, geht's raus. Ich jetzt auch erstmal ins Bett. Man muss bloß einen Weg finden, da brauchen wir nicht über die Steinmauern hüpfen, ne? So, gut, wir haben es geschafft. Alle Quests erledigt. Naja, und da könnten wir uns dann wieder kümmern um die wichtigen Dinge hier im Dorf, dass da hier mal wieder ein bisschen was hübsch aussieht oder irgendwie so, ne? So, gute Nacht. Oh Mann. Ja. Und guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Erik schläft noch. Kann ich mir hier ein bisschen Fleisch brutzeln? Oh, 135 Fleisch habe ich einstecken. So viel? Na dann. So, da werden wir gleich mal mit unserer lieben Frau reden. Wo ist sie denn? Die rennt schon wieder hier draußen rum. Agnes, hallo, was beschäftigt dich im Moment? Die Sorte ist wirklich gesegnet. Unsere Ernte wird von Jahr zu Jahr besser. Das hört sich doch gut an. Wie steht es um unser Königreich? Es gibt nicht genug Handwerksmaterial im Dorf. Okay, dann müssen wir uns mal ein bisschen drum kümmern. Was fehlt denn? Jo, dann müssen wir da mal gucken. In der Fischerhütte, was fehlt? Salz. Oh, okay. Wir haben kein Salz. Ihr Uni? Fischbär. Okay, wir gucken mal nach. Da muss ich mal gucken, was brauche ich denn dazu? Leingarn? Steine? Steine habe ich, Leingarn habe ich. Okay, wir können mal schnell in die Schmiede gehen. Dann machen wir das. Dann machen wir ein paar Fischsperre. Und wenn ich noch... dann guck ich mal ins Lager. Wenn ich noch Material habe, machen wir vielleicht auch gleich noch mal Messer und alle anderen Werkzeuge. Dass das vorhanden ist, sonst können sie ja nicht arbeiten. Das ist ja richtig, ne? So, wo haben wir denn unsere Schmiede stehen? Die muss doch hier auch irgendwo sein. Hier, genau. So. Wir brauchen Fischbären. Also viel machen wir jetzt nicht. Auch 20 können wir ja erstmal machen, oder? Ja, so. Okay. Das schaffen wir gleich erstmal ins Lager, dass die was haben. Gucken wir erst einmal das Brennholz erstmal ein. Oh Gott, ich schleppe hier einen Haufen Krempel mit mir rum. Ne? Das ist ja wieder unterirdisch. Aber es ist ja, ja. Leinengarn braus. Mehlpelz habe ich auch einstecken. Ich habe so viel Krempel einstecken. Gut. So, aber wie sieht es denn hier mit Werkzeugen aus? Die Schaufeln werden weniger. Sechschen haben sie noch, Eisenhacken haben sie noch, Messer ist nicht viel da, Schaufeln könnten wir brauchen, Sensen haben wir, Fischbären sind da auch da. Hä? Was fehlt denn da sonst? Hier ist noch eine Bronzeaxt, die können wir auch noch kriegen hier. Die Bronzespitzhacken. Die... Ah ne, die Eimer behalte ich mal. So, dann hättet ihr hier noch eine Eisenachse, die ich euch andrehen kann. Ein Eisenmesser. Hier haben wir doch Schaufeln. Hier, bitteschön. Und die, das auch noch. Jetzt kriegt ihr noch mal die Fischbeere.
Die Holzschaufeln packe ich euch auch hier rein. So. Eine Kupferachs, Kupferbahn, das Erz lasse ich mir mal eingesteckt. Ja. Salz. Salz hat gefehlt. Na gut, dann bitteschön, hier ist Salz. Die Steinmesser hier könnt ihr kriegen. Eine Steinsichel, Steinspitzhacke. So, hier haben wir noch Säckchen. Wir haben ganz schön viel Kram, ne? Zinnerz. Ja, bitte, das stecken wir alles jetzt hier mal rein. Und ja, also, wir haben Bronze, Äxte und Schaufeln, Sicheln, Spitzhacken, Eisenäxte, Hacken sind oder Messer müsst ihr welche machen. Schaufeln, Sensen sind auch da. Was soll denn sonst noch fehlen? Spitzhacken, Eisenspitzhacken? Jo. Okay, dann machen wir die noch. Mal gucken. Ich hab ja alles einstecken. Ich schlepp ja immer alles mit mir rum, ne? So. Spitzhacken. Machen wir mal 10 Stück. Was haben wir noch? Äxte. Können wir ruhig. Ja, dann machen wir, ja, 11. Ich brauche ja auch noch eine. Und dann habe ich kein Eisen mehr. Schlecht. Also wieder ein bisschen Eisenbahn herstellen. Dann brauchen wir Messer. Sensen, Hacken, das war ja eigentlich alles da. Schaufeln können wir ja auch noch mal 5 machen. So. I have armed the mightiest knights of this realm. Nobody makes better toy swords than me. Ja, schön. So, da schaffen wir denen das alles rein und dann müsste es eigentlich alles vorhanden sein. So, Äxte. Zähne kriegt ihr, weil ich brauche auch noch eine. So. Ach ja, kriegt er auch alle so. Die Schaufeln. Spitzhacke. Halt, stopp. Wie viel habe ich? Eine. Die ist gleich kaputt. Also kriegt er jetzt hier mal bloß 6 rein. Oder wartet mal. So. Und die Kupferachse, die könnt ihr brauchen. Kupferhammer kann ich brauchen. Die Steinechse könnt ihr auch noch mit verjubeln. Naja. Dann müsste eigentlich erstmal wieder alles vorhanden sein, gehe ich mal von aus. Ja, ich meine mal, wir müssen hier ein bisschen Management betreiben und gucken, was fehlt euch denn hier? Rotaugen, ja, dann müsst ihr sie fangen, Herrgott. Das ist doch nun nicht mein Problem, oder? Genau, da fehlen die Rotaugen. Naja, weiß ich, warum die nicht haben. Muss ich vielleicht ein paar Fischernetze noch hinstellen. So, Landwirtschaft, dort sitzt es ein bisschen auf der Scheune. Was fehlt denn euch? Ach so, der Mohn, okay, naja, alles klar. Das ist irgendwann auch mal aufgebraucht, ne? So, und hier? Weizenkorn, ja genau, das haben sie jetzt noch nicht. Das, muss ich wahrscheinlich dann doch immer mal reingucken bei der Kündung. Das kann ja bald nicht sein. Also, okay. Muss ich mich da noch drum kümmern? Tierhaltung, ist da alles da? Fersch, was fehlt?
Die Schere, alles klar. Ich weiß, da muss ich noch die Schurschere herstellen. Habe ich noch Eisenbahn? Drei. Habe ich welche hier drin? Ach Gott, habe ich. Ja, Gott, hier, her mit dem Zeug. Nehme ich mir mal hier so ein bisschen was raus. Dann machen wir noch ein paar Schurscheren. Und dann gehen wir schnell mal über die Stelle und holen den Dung. Da könnte es. Was? Da könnte es sein. Moving here was the best decision Hierher of zu my ziehen war life. die beste Entscheidung meines Lebens. Das freut mich zu hören. So, da gehen wir noch schnell über die Stelle. Gucken mal nach dem Dung. Den schaffen wir dann hierher. Und dann mache ich erstmal an dieser Stelle Schluss, würde ich sagen. Ne? Eisenschurschere hier. Bitteschön, da habt ihr alles. Ne? Gut, und jetzt auf in die Landwirtschaft noch. Und wir gucken bei den Tieren vorbei. Kann ja gar nicht sein. Also ich hatte ja. Hatte ich nicht noch ein Lager gebaut oder wollte ich das machen? War das Wollen wieder da und aber ich habe es noch nie gemacht. Oh Gott, ja, und wir haben ja so viel noch zu tun. Überall muss noch die Beleuchtung an die Häuser und ein bisschen Deko und ein bisschen hier und ein bisschen da. Ja, gut, so nach und nach wird das dann alles, ne? So, und ja, wir haben Ziegen. Irgendwer hatte mich gefragt, ob ich überhaupt Ziegen habe. Ja, Ziegen habe ich. Das sage ich aber Lea. Da müsste doch eigentlich der Dung angekommen sein. Das sind Gänse. Nack, 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 ja. Das sammeln wir hier schnell mal die Federn auf. Und die Eier. So, es geht ja ratzfatz. Hier ist auch leer. Gut. So, hier haben wir die Schweinis. Schweinis, habt ihr Dung für mich? Oh ja, hier liegt auf jeden Fall mal eine ganze Menge rum. Ich muss direkt mal gucken, ob die Ställe noch in Ordnung sind hier. Sieht aus, als wären die kaputt, aber kann mich auch irren. Ne? So, der Sack ist auch leer. Also da frage ich mich, wieso die keinen Dung haben. Hä? Verstehe ich nicht. Na gut, und hier die Kühe. Ich könnte denen das doch bestimmt auch in die Scheune legen, in die Kiste, ne? Da müssten die doch das auch verarbeiten können, oder nicht? Ich denke schon, oder? So, hier ist aber auch nichts drin. Gut, und da oben haben wir die Schafe. Die haben auch ein bisschen Dung produziert. Das ist schön. Der Sack ist aber auch leer. Okay. Naja. Gut, bleiben jetzt bloß noch die Ställe hier. Die Pferdestelle. Eselstelle. Da gehen wir hier. Der ist gut drauf. Das ist schön. Also meine Dorfbewohner sind hier zufrieden, sonst würden sie ja kein Liedchen auf den Lippen haben, ne? Ich find's schön. Ich finde das schön hier. Ja, Gott, das ist doch wirklich klasse. Was ist hier? Ist hier was drin? Nö. Gut. So, das letzte noch hier. Ne? Stute Weibchen. Wir hatten noch gar keinen Namen. Eigentlich wäre das doch mal interessant, denen einen Namen zu geben. Wenn ihr Vorschläge habt für die Pferdchens hier, kann ich hier drüber springen? Ja, kann ich. So,
dann könnt ihr mich das auch gerne wissen lassen, ne? So, ihr Lieben. Ich schaffe das jetzt alles ganz schnell noch ins Lager. Und muss hin hier. Und dann würde ich das für heute oder die Folge für heute beenden. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich hoffe, das ist jetzt noch nicht allzu lange für euch gewesen. Aber da würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle dann weiter. Vielleicht dekorieren wir, vielleicht machen wir noch, ja. Ja, ich habe eine Idee, was wir als nächstes machen können. Wir haben ja unsere Holzfäller, unseren Holzfäller-Dorf besser gesagt. Das können wir auch ein bisschen aufhübschen. Das werden wir vielleicht in der nächsten Folge machen. So, aber erstmal muss ich ganz schnell wieder ins Lager. Den Dung da reinschaffen. So, hier 176 Dung. Haben wir tatsächlich keinen Dung? Doch, hier ist doch. Na gut, alles verarbeitet. Gut, ja, ist dann so. Wie sieht es mit Kalkstein aus? Ich könnte noch mal ein bisschen Kalksteine brauchen. Ja, was haben wir auch noch mal? 112 ist sehr schön. Gut, okay. Jo. Dann Küche ist hier. Kriege ich bei euch noch ein paar Teller rein? Geht das noch? Offenbar geht's, ja. Habe ich Mehl auch reinstecken? Ja, ich hab. Mal gucken. Ja, passt. Passt, wackelt und hat Luft. So, ihr Lieben. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Gleich mal vor unserer Küche hier. Und ich danke euch natürlich ganz herzlich fürs Zuschauen und für euer Interesse. Und ich bin jetzt natürlich gespannt auf eure Kommentare, was ihr von meinem Vorschlag haltet. Und ja, dann wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und falls ihr noch Urlaub habt, noch einen schönen Urlaub. Und da die Folge ja am Montag rauskommen soll, wünsche ich euch einen schönen Wochenstart und eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Goodbye.